Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ein Königreich für ein Lama. Disneys Ein Königreich für ein Lama. Ja, Moment, jetzt muss ich hier erstmal, das Fenster gefällt mir gerade nicht, wie das so ist, so. Wir sind im Kapitel Berge Nummer 1 und hier gibt es 90 Münzen. Und ich glaube, ich kann mich ein bisschen daran erinnern. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wir gucken einfach mal, wie das Level aussieht. Und lassen es laden. Ich hoffe mal. Hast mir gerade das Leben gerettet. Und? Ich wusste es. Was gewusst? Dass auch in dir etwas Gutes steckt. Ist so. Falsch. Doch, doch, doch. Nein, nein. Ich denke schon. Nein. Du hättest mich auch fallen lassen können. Ach, Papalapap, so herzlos ist doch keiner. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Es kommt nicht wieder vor. Ja, klar. Tja, dann nichts wie weg hier. Ohne diese Brücke brauchen wir 4 Tage zum Palast. Was? Du willst mich immer noch zurückbringen? Ich hab dir doch die Hand drauf gegeben. Nun, ja. Aber ich hoffe, dir ist klar, dass sich nichts geändert hat. Nach meiner Rückkehr habe ich immer noch vor, Cuscotopia zu bauen. Naja, 4 Tage ist eine lange Zeit. Wer weiß, vielleicht überlegst du es denn noch. Ha, 4 Tage. Und, wie stehen die Chancen, dass du mich trägst? Nicht gut. Ist auch schön, dass jetzt der ganze Feierabendverkehr losgeht. Eben krass war es. Eben gerade war es noch so schön leise. Und jetzt geht da draußen ja voll die Party ab. Oh. Ich mag die Musik. Die ist cool. Okay, so ganz kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Ich habe das irgendwie. Anders. Diese Berge sind sehr gefährlich. Bleib bei mir. Sicher. Ganz schön flink, Dickerchen. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Mehr Schnee irgendwie. Aber vielleicht kommen wir da ja noch hin. Okay, wir müssen da. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung geht. Das war auf jeden Fall nicht so. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ich muss doch wieder leiser machen. Ihr kriegt das nicht so ganz mit. Also ihr kriegt das schon mit, aber nicht so ganz. Denn die Sequenzen sind sehr, sehr... Vorsicht vor den Skorpionen. Wenn du welchen begegnest, greif sie gleich 2-mal an. Das wird sie aufhalten. Hey, ich komme auch allein zurecht. Die sind sehr, sehr leise und ich tue die schon hochdrehen. Ah, da unten aus dem Loch kommen die bestimmt. Guck mal, sieht aus wie ein Flügel da oben. Schön. Aua! Haja! Ha! Nicht zu nah! Ja! Boom, Babe! Boah, das ist dezent ätzend. Ja! Nicht zu nah! Was? Wow. Wow. Das ist der Wahnsinn. Ah, so ist's besser. Die wussten schon, warum die das da hingestellt haben. Auf jeden Fall, das da rechts sieht aus wie ein Flügel. Was ist das? Meine Dorfbewohner haben etwas gebaut, das den Lamas dabei hilft, Schluchten zu überqueren. Diese Statuen steuern es. Du und deine blöden Dörfler haben das gebastelt und es funktioniert immer noch? Unglücklicherweise bin ich viel zu schwer. Pech gehabt. Bis dann, Bäuerchen. Der ist so böse zu dem, ne? Hat sich so gewundert, ah, du willst mich immer noch umbringen, bla bla bla. Ja, und dann kommt er dem so dagegen. Kann man da noch irgendwas mit machen? Nee. Ich dachte irgendwie, dass man da noch irgendwie die Richtung ändern kann oder sowas. Ich
wollte nur mal gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt. Aber hier gibt es nichts anderes. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. So, ihr Drecksbiester. Ja. Die haben auch ihre Route, ne? Oh, fuck, meine Nase juckt. Ich habe heute übrigens festgestellt, dass ich auch gegen Nutella allergisch bin. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon länger kein Nutella mehr gegessen habe, denn im November wurde anscheinend, also im November 2017 wurde anscheinend das Rezept umgestellt, also geändert. Und ich schätze mal, seitdem reagiere ich da allergisch drauf. Holy moly, uff. Ah, Kreis war's. Und ich schätze mal, wir müssen alle sammeln. Damit da die Sachen hochgehen. Genau. Ah, Moment. Entweder haben die schon die so vorher gehabt, die Linien, oder die sind gerade einfach nur so erschienen. Aber wir gehen auf jeden Fall mal hier hinten in die Höhle. Gucken, was es da gibt. Ist auf jeden Fall... Ach. Auf dem Weg! Kein Geheimnis. Schade eigentlich. Das ist ein Spinnchen. Nimm das! Okay, die musste man erst umrennen und dann kaputt ditchen. Okay, da haben wir noch so ein Vieh. So, stirb. Mach das mal runter, weil ich denke mal, du wirst damit nicht angreifen können. Okay, den muss man nur einmal angreifen. Das ist schön zu wissen. Mal gleich noch gucken, was auf der anderen Seite ist. Und ich hoffe mal, falls wir hier noch den anderen finden, dass wir den einen da vorne stehen lassen können, rausgehen können. Wow. Rausgehen können und dann wieder reingehen können und der dann immer noch da steht. Oder wir bringen den erst raus und ich glaube, das ist besser. Dann müssen wir vielleicht nicht nochmal irgendwie dahin rennen. So, ich tue den mal hier vorne hin. Ja, okay. Moped! So. Dann da links hier. Eine Spinne. Nichts mach. Ja. So. Die sind so komisch. Die laufen Boom, so komisch. Baby. Nimm das. Weiß man hier so ganz, wo die hin wollen. So. Okay, das war's hier schon. Ja, genau. Springen können wir nämlich hier mit der Statue nicht, wenn wir die auf dem Hintern haben. Das ist doch ganz gut, wie ich das gemacht habe. So, die 3 ist hier richtig.
Du runter. Jetzt will ich die beiden noch tauschen. Bleib doch nicht da hängen, ey. So. Ja. Gott. Whee! Oh ja, ich springe. Bin nicht da rein. Nämlich ein großes Münzchen gefunden noch. Du hast mir die Melodie doch um einiges lieber. Okay, da kommen wir von da hinten hin. Hui. Was sind das hier eigentlich für kleine Mini-Bäumchen? Habe ich etwa verkackt? Nee, da hätte man da, wäre man aber so nicht hingekommen. Wie kommt man denn da oben hin? Da ist doch, da habe ich doch gerade eine Tür gesehen, oder? Kommt man doch bestimmt mit einer Tür hin. Das sah ja lustig aus. Oh, noch ein Münzchen. Oder kommt man da hin, wenn man dieses Steinchen da irgendwo hinbringt? Ah, nee. Oder? Ah, doch. Ich dachte, wir kämen da gar nicht hoch. Natürlich. Steht wo? Hier. Lecker. Ihr seid doch deppert. Aber die stehen noch alle. Das ist aber blöd platziert, du. Da hätten sie aber ruhig noch mal was machen können. Ich habe eindeutig Richtung Hügel gelenkt. Boah, ist das nervig. Kacke hier, ey. Das ist eine total behinderte Stelle. Ja, behindert. Aber mein Steinchen steht da noch. Bahn frei, Lama kommt. Weiß nicht, ob das so gedacht ist. Boah, Alter. Ich hole mir jetzt einfach mein Dings da wieder. Nee. So kommt man da nicht hin. Die Kamera hat heute irgendwie auch nicht so wirklich Bock. Die bleibt überall hängen. Booyah! Da drauf geschissen. Da habe ich halt Pech.